Dann, vielen Dank schon mal. Matze, dann würde ich sagen, wir legen los. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr könnt gerne auch eure Videos anmachen. Wie gesagt, die Aufnahme ist immer nur diejenigen, die reden. Ich finde es manchmal eine nettere Diskussionsatmosphäre, um sich zu vernetzen. Genau, Matze hat schon gesagt, ich bin Violetta Bock, ich bin aus Kassel, kandidiere dort auch für die Linke, bei der Kommunalwahl und bin selber in einer Nahverkehrsinitiative aktiv. Ein Thema, das mich selber in die Kommunalpolitik überhaupt erst so reingebracht hat. Von daher freue ich mich sehr, dass ich die Veranstaltung heute moderieren darf und auch, dass es nicht eine Podiumsdiskussion ist, wie ich die letzten Wochen so viele erlebt habe, wo man von SPD und Grünen und den verschiedensten Parteien so große Versprechen hört, dass man sich echt fragt, wer hat da in den letzten Jahren eigentlich blockiert? Und dass wir heute tatsächlich auch einen praktischen Austausch haben, was wird eigentlich in den verschiedenen Städten gemacht, was können wir auch schon voneinander lernen. Die Verkehrswende ist ja einfach eine der zentralen Herausforderungen. Gerade vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe ist der Verkehr der Bereich, wo es wirklich noch gilt, Emissionen zu senken und einfach auch, wo man viel Lebensqualität gewinnen kann, wenn wir eine Verkehrswende hinkriegen. Wir haben dafür aus ganz unterschiedlichen Orten von Hessen Initiativen eingeladen, weil es uns als Linke auch einfach wichtig ist, weil uns ist klar, wir schaffen sowas nie allein im Parlament, sondern das entsteht eigentlich dadurch, dass Leute sich aufmachen und sich dafür einsetzen. Die Veranstaltung heute ist auch organisiert worden von der Landesarbeitsgemeinschaft sozial-ökologischer Umbau und der ökologischen Plattform. Also uns ist da ja eben auch immer wichtig, das Soziale und Ökologische zusammenzubringen. Bevor ich jetzt vielleicht gleich an den Ablauf genauer vorstelle, also ich möchte auf alle Fälle schon mal herzlich begrüßen unsere Referentinnen von heute und Referenten. Das ist einmal Stefan Föth vom VCD, der wird als erstes was sagen zu dem Verkehrswendeentscheid, der in Hessen geplant ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon alles davon gehört ist, aber wird da ein bisschen vorstellen, was da auf Hessenebene quasi auch ansteht. Danach beginnen wir unsere Reise in Kassel. Von dort sind Martin Kielemann und Marc Binkowski, der auch für die bei der Kommunalwahl kandidiert und Stadtverordneter in Kassel ist und die uns erzählen werden, wie gerade in Kassel die Situation aussieht und was dort für Pläne anstehen. Dann fahren wir weiter auf unserer Reise Richtung Gießen. Da gibt es Spannendes zu berichten, schon was gestern Abend passiert ist, aber dazu später mehr. Und ja, auch ganz rege Aktivitäten, die, glaube ich, auch in ganz Hessen bekannt sind für alle, die irgendwie im Verkehrsbereich sind. Fahren nach Gießen weiter, also in Gießen, da berichten uns Finn Becker und Oliver Jenschke über die Aktivitäten dort. Fahren dann weiter nach Marburg, um uns auch die ländliche Perspektive dann einen Eindruck zu bekommen. Zu Anna Hofmann, die dort auch Fraktionsvorsitzende ist und auch für die Linke kandidiert. Um vielleicht so einen ersten Eindruck zu bekommen, also es geht um Mobilität. Wir bringen heute alle zusammen. Das erlauben ja so digitale Formate auch mit ganz kurzen Wegen. Vielleicht, damit ihr ein bisschen in die Zoom-Funktionen einfach nur auch schon mal reinkommt. Ich würde also, wie gesagt, direkte Nachfragen, das meinte Matze ja einfach über die Chat-Funktion, wenn es Verständnisfragen sind, falls man die direkt im Anschluss gleich klären kann. Für die Diskussion danach im größeren Rahmen ist dann später Zeit nach den Inputs. Aber wenn ich mal fragen darf, wer von euch ist denn in der Verkehrswende-Initiative aktiv? Und zwar einfach mal über das Handheben-Zeichen unten bei den Reaktionen, da kann man die Hand heben. Dann ist das auch schon mal so ein erster. Zwei, das ist ja schon mal ein Anfang. Naja, es sind schon drei. Wer von euch ist denn, ah, dann müsst ihr die, keine Sorge, es muss noch nicht sofort klappen. Ich finde es nur manchmal am Anfang ganz gut, wie so eine Gymnastik, um in die digitale Welt einzusteigen. Wer von euch ist denn aus Südhessen? Hm, sind ein paar. Wer ist aus Nordhessen? Achim Link. Und wer ist irgendwo dazwischen? Wir machen es einfach mal abgekürzt. Ja, da gehen auch ein paar. Dann sind auf alle Fälle aus allen Bereichen welche dort. Sehr schön. Dann freue ich mich auf jeden Fall auch schon mal auf die Diskussion. Und ich würde hiermit auch gleich als erstes an den Stefan Föth übergeben, wie gesagt, aktiv im VCD. Und er berichtet uns oder erzählt uns, was da eigentlich genau geplant ist. Volksentscheid Verkehrswende.
Die Ratentscheide haben ja auf kommunaler Ebene einfach das Thema Fahrradverkehr vorangebracht. Ihr habt jetzt vor, auf hessenweiter Ebene was zu starten. Was genau sind da, wie ist da überhaupt gerade der Stand? Was sind die Ziele? Wie sieht der Fahrplan? Wie kann man sich vielleicht auch schon einklinken? Ich übergebe mal an dich. Ja, danke, Violetta. Ich habe euch auch eine kleine Präsentation mitgebracht, um so ein bisschen zu zeigen, wo stehen wir gerade. Und ja, du hast es ja gerade schon schön eingeleitet. Genau, es geht um die Verkehrswende Hessen, einen Volksentscheid auf Landesebene. Und im Prinzip hat man damit schon gesagt, worum es geht. Genau, also es geht darum, tatsächlich die Ratentscheide, die wir ja schon in Deutschland weit hatten, auch in Hessen schon einige, auf die Landesebene zu bringen. Es gibt auch noch eine Initiative, die das auf Bundesebene macht, die will ich aber heute gar nicht so tief vorstellen. Aber jetzt erstmal zum Thema und ganz kurz zu mir, so sehe ich regulär aus, wenn nicht gerade Corona ist und die Haare ein bisschen kürzer sind. Ich bin einer von vielen Mitinitiatoren, beziehungsweise eigentlich ist es eher eine Initiative dieses Verkehrswende Hessen von verschiedenen Verbänden, da komme ich gleich auch nochmal drauf. Ich wohne selber in Darmstadt, bin ursprünglich in Marburg geboren. Ich habe da auch bis zum Studium hier gelebt. Bin beim VCD Hessen, beim lokalen VCD Darmstadt-Dieburg, aber auch bei lokalen Initiativen wie Wegerecht oder dem Ratentscheid Darmstadt aktiv und dementsprechend als quasi Ingenieur Verkehr und Digitalisierung sind so meine üblichen Themen. Also es passt eigentlich ganz gut dazu. Genau, aber weniger zu mir, mehr zum eigentlichen Thema. Also Initiatoren, hier haben wir sie, VCD Hessen, ADFC Hessen, FUS e.V. und die ganzen hessischen Ratentscheide sind so die Grundinitiatorin dieses Volksentscheid Verkehrswende Hessen. Und es kommt einfach daher, wir haben ja diese Massen an Ratentscheiden in Deutschland gehabt. Es hat angefangen mit Berlin, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Darmstadt kam irgendwann, wir haben auch noch in Frankfurt ein und Kassel ist mittlerweile auch dabei. Und in allen Fällen, egal ob das in Berlin war, in Darmstadt, in Frankfurt, in Kassel, haben wir die Quoren mehrfach quasi überschritten. Das heißt, es wird immer sehr, sehr deutlich gezeigt, der Rückhalt in der Bevölkerung ist da. Was aber auch immer vorkam, egal auf welcher Ebene man das gemacht hat, Berlin war ja im Prinzip Landesebene und der Rest ist auf kommunaler Ebene, man sieht immer, irgendwas kann man nicht fordern. Auf den kommunalen Ebenen Darmstadt, Frankfurt, Kassel sind es meistens immer so Maßnahmenpakete gewesen, die so ein bisschen zwischen Satzungscharakter und Stadtverordneten oder Kommunalverwaltungsbeschlüssen liegen, die halt irgendwie sagen, bau die Straße um oder bau so und so viele Straßen um. Und man hängt ganz häufig an Stellen, wo übergeordnete Gesetze einfach im Weg stehen. Daher kam auch schon während der Ratentscheide so ein bisschen die Idee auf, wir müssen eigentlich was machen, um diese Punkte, die uns da so im Weg stehen, gerade auch auf Landes- und Bundesebene, ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Und in den Köpfen war da schon so ein bisschen die Idee geboren, wir müssen das eigentlich auch nochmal auf Landesebene umsetzen. Ja, und daraus kam dann im Prinzip auch so ein bisschen diese Initiative. Ich hatte es eben schon mal ganz kurz gesagt, auf Bundesebene gibt es noch eine ähnliche Initiative für ein Bundesgesetz. Das kann man vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch mal vorstellen. Das läuft auch gerade erst an. Und das ist aber noch mal ein bisschen anders formuliert als hier dieser Volksentscheid Verkehrswende Hessen. Ja, und wo will man eigentlich hin und was hat man vor? Ich kann heute hauptsächlich die Ziele vorstellen, nicht so wirklich, was jetzt im Text steht, weil da kommen wir, wenn wir gleich zum zeitlichen Ablauf kommen, sieht man das auch nochmal, wir sind noch in einem sehr frühen Status. Was man aber sagen kann, Ziele sind grundsätzlich dahin gelagert, dass man halt sagt, wir brauchen Veränderungen in der Struktur, wie wir heute Verkehr denken, wie diese zwei schönen Schaubilder. 1920 irgendwie, es war noch so straightforward, alle Verkehrsarten kamen irgendwie geradeaus voran. Man stand sich zwar vielleicht mal im Weg, aber da ist man halt drumherum umeinander herumgefahren. Und irgendwann hat man gesagt, okay, wir müssen, alles geht fürs Auto, wir planen das um. Beim ÖPNV wurde gespart, da müssen alle Stationen unterwegs angefahren werden. Und wir sind irgendwie dann heute schon ab den 50ern, aber heute sind wir bei diesem Schaubild rechts gelandet. Das heißt, die Radverkehrsinfrastruktur hat haufenweise Lücken und führt auch nicht auf dem kürzesten Weg irgendwo hin. Der Fußverkehr muss immer wieder queren und hat auch Lücken. Und wie gesagt, der Bus muss alles unterwegs einsammeln. Die einzigen, die quasi im Moment problemlos von A nach B kommen, oder zumindest bisher, sind die Kfz. Ja, und da wollen wir quasi ansetzen. Aber anders als es auf der kommunalen Ebene ist, wird sich der Volksentscheid, weil es eben eine Landesgesetzgebung ist, nicht auf einem Rahmen von einem Maßnahmenpaket
bewegen, sondern eher auf tatsächlich einem Rahmengesetz oder beziehungsweise es wird eine Form von Artikelgesetz werden. Das heißt, man schreibt in verschiedene Gesetze auf Landesebene hinein und versucht, die Grundlagen zu ändern, damit man die Maßnahmen auf der kommunalen Ebene verändern kann. Genau, und wie gesagt, mit diesen klaren Zielen, strukturelle Veränderung, Kostenwahrheit im Verkehr, Änderung des Modalsplits. Zur Kostenwahrheit habe ich hier auch noch mal ganz kurz was, so eine kurze Folie, die uns so ein bisschen aufzeigt, wo sind tatsächlich die Kosten, die uns als Gesellschaft im Moment entstehen im Verkehr. Und es zeigt sich halt eben gerade sehr deutlich, wie die Unterschiede zwischen Pkw und Flugzeug oder auch Lieferwagen eben und auch die Luftschadstoffe, was die für Kosten verursachen, während sowas wie ÖPNV oder die Bahn, aber natürlich auch der Radverkehr, da im Prinzip, also die sind ja wesentlich kostengünstiger, was den gesellschaftlichen Nutzen angeht. Also da einfach auch eine Kostenwahrheit zu schaffen und die Kosten entsprechend auch umzulegen, klares Ziel unsererseits. Ja, wie gesagt, ich kann gar nicht so tief drauf eingehen, was jetzt genau im Gesetz drinsteht. Das sieht man jetzt auch hier auf der Folie. Hier sind quasi so die Schritte, die wir angehen müssen, bis man auf Landesebene so ein Gesetz auf die Reihe bekommen hat. Und ihr seht hier quasi 8 Schlüsse und 8 Schritte. Und am Schluss, wenn dann alles erfolgreich war, Mobilitätsgesetz tritt in Kraft. Wir sind gerade zwischen Schritt 1 und Schritt 2. Also wirklich noch ganz am Anfang. Das heißt, so der nächste Schritt, den wir bis April 2021 schaffen wollen, ist ein ausgearbeiteter, juristischer, überprüfter Gesetzentwurf. Und das ist im Prinzip auch genau der Punkt. Es gibt im Moment einen Gesetzentwurf, das ist ein Rohentwurf, der ist in der juristischen Prüfung, da wird sich also noch ein bisschen was dran ändern. Ich habe ihn extra nicht mehr die aktuelle Version gelesen, damit ich euch nicht versehentlich irgendwas daraus erzählen kann, weil wie gesagt, das ist alles noch in der juristischen Prüfung. Genau, aber weiter geht es dann, geplant ab April bis Oktober mit der Sammlung von Unterschriften. Wir brauchen 1% der stimmberechtigten Menschen in Hessen. Das sind etwa 45.000 Menschen. Und wenn wir diese zusammen haben, dann haben wir den ersten Schritt, die erste Hürde genommen. Und dann geht es weiter mit der Prüfung durch die Landesregierung. Die haben einen Monat Zeit und prüfen quasi, was wir da vorgelegt haben. Und wenn die sagen, ja, das ist so zulässig, was ihr da geschrieben habt und die Unterschriften reichen auch, dann gibt es ein positives Ergebnis und eine öffentliche Bekanntmachung. Und wir gehen in den nächsten Schritt. Und das ist nämlich so ein mehrstufiges Verfahren. Und zwar werden dann Listen bei den Gemeinden ausgelegt. Das heißt, Menschen, die diesen Volksentscheid unterstützen müssen, müssen aktiv zu ihren Gemeinden gehen und dort eine Unterschrift leisten für dieses Verkehrswendegesetz. Da sind nun wiederum 5% der Stimmberechtigten erfordert. So, und wenn diese Stimme eingegangen ist, dann gehen wir dann zur Prüfung durch den Landeswahlausschuss. Dort gibt es wieder ein Prüfergebnis, eben mal dieser Unterschriften. Und wenn da wiederum ein erfolgreiches Ergebnis herauskommt, dann wird das Gesetz an den Landtag weitergeleitet. Und hier haben wir jetzt kommen wir wieder vielleicht mit einer Ähnlichkeit zu den Ratentscheiden. Auf der kommunalen Ebene, der Landtag hat jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder er stimmt dem Gesetz so, wie es ist, zu und sagt, ja, finden wir gut oder wir sehen uns da ein bisschen auch gezwungen, das so zu übernehmen und nehmen dieses Gesetz einfach an und beschließen es. Oder der Landtag lehnt es ab oder ändert sogar auch die Vorlage und dann kommt es eben zu einem Volksentscheid auf Landesebene. Das heißt, alle Menschen hier im Land, die stimmberechtigt sind, können an die Urne gehen und können für Ja stimmen oder für Nein. Genau, und dann werden wir sehen, es benötigt ein Quorum, und zwar eine Mehrheit für Ja von mindestens 25% der Stimmberechtigten. Wenn dieses Quorum erreicht wird und eben halt auch die Mehrheit für Ja stimmt, dann ist das Gesetz beschlossen. Und ja, das muss 2 Monate nach der Einbringung im Landtag passieren, diese Abstimmung, vorausgesetzt eben der Landtag hat es abgelehnt. Und wenn wir alle diese Schritte erfolgreich haben, dann kommt es eben zu einem Mobilitätsgesetz für Hessen. Wie gesagt, wir sind dann auf einem relativ frühen Schritt. Wir sind dann im Moment gerade dabei an der Finalisierung des Gesetzestextes, ich hatte es eben schon mal gesagt, und haben auch schon den ursprünglichen Träger-Unterstützerkreis, den man eben kurz gesehen hat, also aus diesen 3 Hauptverbänden und den Ratentscheiden, und haben schon Treffen mit größeren, weiteren Verbänden gehabt, sind aber auch offen für andere Menschen, die da mitarbeiten. Es bilden sich Arbeitsgruppen, um eben halt auch die Kampagne dann, wenn es soweit ist, voranzubekommen. Wir müssen die ja auch organisieren.
Es wird noch Veranstaltungen geben, es wird noch Unterschriften geben. Und im Prinzip ist jeder eingeladen mitzumachen, aber eben über die beteiligten Verbände. Das heißt, die ersten AnsprechpartnerInnen auf eurer Ebene wären da entsprechend die lokalen Ratentscheide oder der ADFC oder der VCD. Also über diese kann man sich im Endeffekt beteiligen, weil das die Verbände sind, die es eben halt tragen. Man kann sich aber auch einfach vor Ort in verkehrsaktiven Verbänden engagieren, die sich eben halt auch anschließen, um dann eben später bei der Kampagne, bei Veranstaltungen, bei Unterschriften und Ähnlichem zu helfen. Genau, ansonsten, Kollege hat es ja nochmal draufgeschrieben, Spenden freuen uns natürlich auch immer. Ich glaube, er hat mir genau hier auch noch so eine Schlussfolie eingebaut. Da habt ihr die Kontonummer theoretisch. Aber ich, wie gesagt, es geht ja heute eher darum, was ist der Plan, was ist der Stand? Genau, und das ist so ein bisschen der aktuelle Stand bei diesem Verkehrswendegesetz. Ja, ich gucke jetzt auch gerade mein Pad. Von euch sehe ich jetzt soweit keine Fragen. Dann würde ich einfach zurück an die Violetta geben. Ja, vielen Dank, Stefan. Da habt ihr auf jeden Fall was vor, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch mit unterstützen werden. Und auch der Zeitraum zum Sammeln ist eigentlich ein ganz guter, um da wirklich viele Unterschriften zu kriegen. Das ist auf jeden Fall gut gewählt. Wir schauen uns jetzt die Situation konkret vor Ort auch an. Also wir hatten da jetzt quasi, was auf Hessen-Ebene los ist. Aber eben Verkehrswende ist Handarbeit, muss irgendwie auf den verschiedensten Ebenen vorangetrieben werden. Wie sieht es denn aus in Kassel? Kassel ist ja Autostadt, VW, Daimler, aber inzwischen auch eine sehr lebendige Verkehrswendebewegung. Gefühlt das Thema in der Kommunalwahl. Marc Winkowski und Martin Kielemann, beide in der Sozialökologischen AG, und Marc auch Stadtverordneter, umweltpolitischer Sprecher und Kandidat für die in der Kommunalwahl. Ja, wie ist der Stand in Kassel? Wie ist die Verkehrssituation? Was sind die Vorhaben? Wohin wollen wir reisen? Ja, vielen Dank. Lass mich einmal sortieren. Hört mal uns. Ja, ja. Es wird genickt. Es wird genickt. Wunderbar. Okay, ja, wollen wir erstmal uns vorstellen. Genau, ich bin Marc Winkowski. Violetta hatte eigentlich schon vieles gesagt. Genau, ich sitze in der Stadtverordnetenversammlung, umweltpolitischer Sprecher und genau, studiere ansonsten Sozialrecht im Master. Genau. Ja, ich bin Martin Kielemann, ich studiere auch im Master Sozialrecht. Das ist auch die Brücke, mit der Marc und ich schon seit viel zu langer Zeit hier in Kassel studieren. Und ja, seitdem Marc halt eben in der Kommunalpolitik ist, Trittbrettfahrer bin ich mit dabei. Und ja, wir haben uns Gedanken gemacht, eigentlich seitdem wir zusammen hier an der Uni unterwegs sind, was müsste man machen? Und dieses, was müsste man machen, hat dann halt eben irgendwann dazu geführt, dass wir über das Stafo-Mandat von dir langsam reingewachsen sind. Genau, machen wir mal die Folien. Na, genau, Kassel und der Klimawandel. Genau, Kassel und der Klimawandel, das ist natürlich mein Stichwort, wir sind ein bisschen unvorbereitet. Genau, das ist Kassel für alle, die es nicht kennen. Das in der Mitte, das Rote, das ist das Stadtzentrum. Also man sieht hier schon ganz deutlich, wir haben eine überwärmte oder eine überhitzte Stadt. Das ist ja, das ist das Kreuz vieler Städte, aber wir haben jetzt, wie gesagt, vor Kassel ein schönes Bildchen. Ich mache hier einen Schnelldurchlauf. Wir wollen ganz kurz von dem ganz großen Thema Klimawandel, Kassel, dann zur Verkehrswende kommen. Die Erklärung dafür gibt es noch später, warum wir da ein bisschen ausschweifen. Genau, das ist eine ganz aktuelle Grafik zum Thema, wo stehen wir jetzt gerade eben 2021, beziehungsweise rückblickend auf 2020. Was ist, ja, ich glaube, diese Grafik ist für viele schon verständlich, oder die kennen sie schon. Wir haben bei den 0 Grad, das ist die vorindustrielle Zeit, das sind die Veränderungen zur vorindustriellen Zeit. Und wir sehen natürlich ganz klar, dieser rote dicke Balken, das ist das Jahr 2020, wir haben große Probleme mit der Erderwärmung. Die Erderwärmung hat zwei Dimensionen, sage ich mal, zwei große Dimensionen. Und zwar haben wir einmal den Ozean, einmal haben wir das Land. Klar haben wir natürlich eine Erderwärmung, die insgesamt plus 1,01, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir haben auf jeden Fall einen Ozean, der langsamer wärmer wird. Und dieses langsamer wärmer werden bedeutet, dass wir natürlich im Land auf Land eine höhere Erderwärmung haben. Und das heißt natürlich schneller. Dieser Rückkopplungseffekt, dass die Ozeane dann irgendwann mal das nicht mehr aufnehmen können, darüber reden wir mal nicht. An der Stelle, das hier ist eine Grafik, die sich damit beschäftigt, wo 2020 die höchsten
Temperaturen oder die größten Abweichungen gemessen wurden. Und wir sehen hier ganz klar, dass Europa ein großes Problem hat. Also das ist jetzt nochmal so eine zusätzliche Information zu der Panik, die man eigentlich sowieso kriegen könnte, wenn man das sieht. Aber das hier zeigt ganz deutlich, wir haben in Europa ein großes Problem. Genau, jetzt habe ich hier eine Grafik vergessen. Ich erzähle das deswegen ganz kurz. Es gab letztes Jahr eine Studie, die hat sich damit beschäftigt, wo sich Städte im Jahr 2050 wiederfinden, also in welcher Klimazone sie sich wiederfinden. 77% der Städte finden sich an einem südlicher bzw. nördlicher, je nachdem auf welcher Erdhalbkugel sie sich befinden, wieder. Also sprich, sie werden ein anderes Klima haben, das Klima anderer Städte. Im Beispiel für Kassel wird das dann Rom und Madrid sein. Also wir werden ungefähr 1000 Kilometer nach Süden wandern, also wenn es um das Klima, um die klimatische Zone geht. Oder wir können auch andersrum sagen, die klimatische Zone wandert nach Norden. Bei 22% der Städte gibt es gar keinen Vergleichswert. Das nur mal am Rande. Gut, kommen wir zurück zu Kassel und zu Marc. Genau, also einmal wollen wir mal schauen, was läuft eigentlich in Kassel und was läuft nicht. Da möchte ich einmal das zivilgesellschaftliche Engagement auch von Bewegungen hervorheben. Da gibt es mehrere. Ich möchte aber, ich habe mich jetzt aufgrund der Zeit auf zwei konzentriert. Der Stefan hat es gerade auch schon erwähnt, den Radentscheid. Den gab es, wie er es schon auch erwähnt hatte, in Kassel ebenfalls. Und mit mehr als, meinen Recherchen nach, 26.000 Unterschriften. 22 gelesen, okay. Zumindest. Egal. Auf jeden Fall waren es ausreichend und weit über dem Quorum, was notwendig gewesen wäre. Ein massiver Rückhalt also aus der Stadtgesellschaft. Und da waren unter anderem die Ziele hier in Kassel: sichere und komfortable Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen, sichere Kreuzungen für Fuß- und Radverkehr, mehr Abstellanlagen für Fahrräder. Das, da waren noch wesentlich mehr Punkte, die da auf der Agenda standen. Der aktuelle Stand ist der, dass der bislang nicht umgesetzt wurde. Wenn man in Kassel sich mit dem Fahrrad bewegt, dann ist es viel Farbe, aber keine Infrastruktur. Und das Urproblem ist im Grunde, dass der Verkehrsraum des Autos nicht angetastet wird. Violette hat es schon angeklingen lassen. Kassel wurde nach dem Krieg als autogerechte Stadt aufgebaut und das ist heute immer noch überdeutlich spürbar. Da möchte ich noch eine Initiative hervorheben, Kassel kohlefrei. Die haben sich auf die Forderung des Kohleausstiegs des Fernwärmekraftwerks im Sinne der Klimaneutralität, zu der ich noch später komme, bis 2023 auf die Fahne geschrieben und haben über 7000 Unterschriften gesammelt. Der aktuelle Stand ist der, dass der Kohleausstieg nun bis 2025 in Kassel erfolgen soll. Es gab eine Debatte in der letzten Parlamentssitzung noch, dass es vielleicht sogar 2023 schon so weit sein könnte. Das Problem ist aber, genau, also da gab es eine Debatte. Egal, es ist doch eine Erfolgsgeschichte, kann man glaube ich sagen. Bis 2025 ist Kassel kohlefrei. So, dann kommen wir mal, was auf der städtischen Ebene passiert oder auch nicht passiert. Ich hatte es schon erwähnt, einmal die Klimaneutralität als Beschluss in der STAFO bis 2030. Da war auch die Initiative von Klimabewegungen und progressiven Kräften generell, die das angestoßen haben. Es ist alles in einen Antrag gemündet in 2019, der auch beschlossen wurde. Also die Klimaneutralität bis 2030 von Kassel. Da stehen wir aber noch am Anfang. Im Sinne des Klimaschutzes ist es natürlich ein Etappenziel, aber es wird in der Politik, in der Stadtpolitik immer wieder in Diskursen als sehr ambitioniert erklärt und das politische Handeln im Sinne der Klimaneutralität, das ist halt im Moment noch gar nicht erkennbar. Und wenn wir noch weitergehen und sagen, Klimaanpassung an Hitzeperioden, die sind bisher eigentlich Fehlanzeige in Kassel. Dann habe ich den Klimaschutzrat, der gegründet wurde im März 2020. Genau, der strukturiert sich aus einer Vollversammlung mit über 34 Organisationen aus Industrie, Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, aber auch Klimabewegungen und Themenwerkstätten, die Maßnahmen zu ganz unterschiedlichen Bereichen erarbeiten, in dieser Vollversammlung vorstellen und da werden sie dann beschlossen. Das ganze Gremium hat aber nur beratende Funktionen. Und wenn wir mal ein ganz kurzes Fazit ziehen, es wurden viele, viele Maßnahmen, so 20, 30 beschlossen im Klimaschutzrat. Danach muss ja ein politisch legitimiertes Gremium, städtisches Gremium wie die Stadtverordnetenversammlung oder der Magistrat, die beschließen.
Aber Fakt ist, die meisten der Maßnahmen wurden noch nicht beschlossen oder umgesetzt, was man vielleicht, also es scheint der politische Wille zu fehlen. Weiter muss man noch sagen, dass diese Maßnahmen, die wenigen, die quasi beschlossen wurden, auch von der Verwaltung noch nicht umgesetzt wurden. Genau. Ich ziehe ein Fazit. Es kommen aus der Gesellschaft in Kassel zahlreiche Impulse, Ideen, Engagement an Maßnahmen im Sinne des Klimaschutzes und der Klimaanpassung. Aber das politische Parkett in Form von Oberbürgermeister, Magistrat und auch gewisse Parteien im Stadtparlament scheinen nicht bereit zu sein. Genau, und natürlich ist auch nicht zu unterschätzen, aber das ist ja eher ein intransparenter Vorgang, was Klimaschutzmaßnahmen für eine Rolle unter den städtischen Behörden und Ämtern und in der Verwaltung, die sie ja dann auch irgendwie umsetzen sollen, überhaupt haben. Da gibt es sicherlich auch Schwierigkeiten. Gut, dann genau, wir haben es schon skizziert, wir haben uns Gedanken gemacht und da wollen wir mal kurz erläutern, wie es dazu kam. Also im September bin ich ins Stadtparlament eingezogen, im Umweltausschuss. Es gab erste Ideen. Es wurde immer viel, also uns ist aufgefallen, dass es immer viele einzelne, in den städtischen Kommunen immer einzelne Maßnahmen gab. Aber dieses Ganzheitliche, da haben wir immer wieder darüber diskutiert und gedacht, dass das fehlt eigentlich. Also wir brauchten eigentlich so ein großes Ziel. Wo will man eigentlich hin? So. Und genau, dann gab es Recherche im Sinne des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, was es braucht. Und es gab immer wieder stetige Rückkopplungsprozesse mit der Fraktion, mit der Partei. Wir haben immer wieder Feedback aufgenommen. Im Sommer ist das Ganze in eine Gründung einer sozial-ökologischen Arbeitsgemeinschaft gemündet, wo wir dann mit Hilfe von vielen engagierten Genossinnen weitere Rückkopplungsprozesse und Verfeinerungen von dem, was dann schon da war, vorgenommen haben. Und das ist dann wiederum in unser Wahlprogramm mit einem kürzeren Zeithorizont reingeflossen, ja, zu dem sozial-ökologischen Umbau. Es gab ganz konkrete Leitlinien und Prinzipien, die diesem Konzept zugrunde liegen. Einmal ist es dieser kulturelle Bezug zu Beuys. Du hast noch nichts dazu gesagt, wo es herkommt. Aber okay, mach weiter. Josef Beuys, der 7000 Eichen in Kassel gepflanzt hat. Und genau, in der Anlehnung war quasi das Ziel, da kommen wir später noch, wie viele Bäume wir dann hier pflanzen möchten. Und eine ganz klare Leitlinie auch immer, wir haben sie gerade auf dem Bildschirm, es sind viele Prinzipien, aber eine Leitlinie, die sehr wichtig war uns immer, waren ein positiver Ausblick unter Berücksichtigung der Mobilität und Bedürfnisse aller Menschen in einer lebenswerten Stadt. Gut. Vielleicht, weil wir auch gerade ein bisschen unabgestimmt sind, mal ganz kurz noch einen Rückgriff. Und zwar, wir haben einen sozial-ökologischen Umbau. Dafür sind wir ja auch hier mit der LAG. Wir haben heute das Thema Verkehrswende. Und wir haben mit dem Projekt, was wir hier machen, versucht, all das ein bisschen Dach zu geben. Und zwar Klimaschutz und Klimaanpassung, weil wir halt einfach auch merken, Marc hat jetzt gerade eben erzählt, aus dem Klimaschutzrat, wir haben eine Klimaneutralität als Ziel hier in der Stadt. Aber Klimaneutralität ist sowieso schon mal, können wir auch, glaube ich, lange drüber reden, dass das nicht das grundsätzliche oder höchste Ziel sein sollte. Aber Klimaschutz heißt ja noch lange nicht, dass wir dann auf dieses Klima, was auf uns zukommt, ja, dass wir damit zurechtkommen werden. Und das größte Problem, was wir in der Stadt haben, ist halt eben, wir haben ein Platzproblem und wir haben vor allem einen Verkehrsträger, der extrem viel Platz frisst. Und eine Verkehrswende als elementarer Teil vom Klimaschutz zum Klimaanpassung brauchen wir vor allem deswegen, weil uns der Platz fehlt. Also ich sag mal, so eine vierspurige Straße, da kann man viel damit machen. Also meiner Meinung nach sollte man halt nur nicht Auto fahren drauf. Deswegen das als Punkt. Also wir haben unter dem Klimaschutz, Klimaanpassung, unter diesem Dach Verkehrswende, Raumwende, also sprich Umgestaltung des öffentlichen Raums, eine Wohnraumwende, Netto Null, wir haben eine Energiewende, dann eine Agrarwende. Und dieses Thema, wie man das quasi verbindende Element herstellen kann, darüber haben wir uns halt viele Gedanken gemacht. Wir wollen jetzt hier nicht nur mal einen kurzen Überblick geben, das links, das zeigt so ein bisschen auf, was wir so gemacht haben im Gesamten. Und rechts mal so ein kleiner Ausschnitt eben zu dem Thema Verkehrswende. Aber ich mache das mal ganz schnell weiter, genau damit Violetta nicht schimpft. Genau, und zwar nennen wir das Ganze in Anlehnung an Beuys, an Josef Beuys und seine 7000 Eichen, nicht 7, sondern 70.000 Bäume, weil wir halt eben das alles verbinden wollten. Wir haben heute eben, wie gesagt, nur mal kurz zu diesem Punkt Verkehrswende reinbringen wollen. Jetzt haben wir noch eine Minute oder 50 Sekunden.
die alle Elemente, ich mache es kurz, alle Elemente, die wir hier im Wahlprogramm auch eingeschrieben haben, also sprich eine Umgestaltung des Verkehrsraums, eine autofreie oder autoarme Stadt, ich mache das jetzt mal ganz schnell runterrattern, das heißt mehr Rad- und Fußverkehr, eine autofreie Stadt heißt natürlich nicht, das wissen wahrscheinlich viele Leute, die hier sind, dass wir die öffentliche Daseinsfürsorge oder Menschen mit Behinderung oder Ältere davon nicht ausschließen wollen, aber grundsätzlich eben der Verkehrsträger Auto, dass der oder die motorisierte Individualverkehr, dass der eben aus der Stadt verschwindet. Und das aber eben nur als Teil eines großen Ganzen sein kann. Ja. Genau. Was man noch erläutern könnte, ist, dass die Verkehrswende aus zwei Schritten besteht, einmal in kurzfristige Maßnahmen und langfristige Maßnahmen. Genau, aber ich glaube, das muss ich jetzt, will ich jetzt noch nicht mal weiter ausbreiten. Genau. Kommen wir vielleicht auch später ja auch in der Diskussion dann nochmal dazu. Ich würde jetzt einfach mal an der Stelle quasi ihr habt ja jetzt einen ganz guten Rahmen gegeben, wie man es auch quasi konzeptionell so einbetten kann und wie auch Verkehr nochmal in die ganze Frage der Klimakatastrophe, was Ansatzpunkte sind. Also was uns ja alle hier eint, ist, glaube ich, einfach das, was auch schon die Überschrift der Veranstaltung sagt, Rad, Bus, Bahn statt Autobahn und jetzt eben ein Ansatz, der viel auch diese konzeptionellen oder auch mit Flächenverteilung damit arbeitet. In Gießen, damit würde ich jetzt mal weitergeben an die nächste Stadt und die Reise fortsetzen. Da gab es ja gestern einen Bürgerantrag und da ging es um diese Ringautobahn oder den, nennt man es, glaube ich, Ringautobahn, ne? In Gießen. Und da gibt es ja auch eine ganz lebendige Verkehrsszene. Von daher gebe ich einfach mal direkt an Finn Becker und Oliver Jenschke, die beide in der Verkehrswende Gießen aktiv sind. Was war denn da überhaupt gestern los? Um was ging es da? Wie habt ihr das erreicht? Und was sind vielleicht auch ab von so einem konkreten Antrag in der Stadtverordnetenversammlung, wie seid ihr als Verkehrswende-Initiativen aufgestellt? Wie sind da die Strukturen vor Ort? Ich glaube, Finn fängt an. So, guten Abend. Ja, ich sage erstmal nur kurz Hallo. Also ich bin Oliver Jenschke und wohne bei Gießen gerade und studiere in Gießen und bin da seit 2013. Ich komme ursprünglich aus Offenbach und beschäftige mich einfach gerne in meiner Freizeit mit Stadtentwicklung. Anfangs war es Stadtgrün und jetzt ist es halt die Verkehrswende und bin involviert bei dem Bürgerinnenantrag, der gestern im Stadtparlament beraten wurde zum Thema Fahrradstraßen und wird jetzt aber erstmal einen Film abgeben und gleich darauf zurückkommen. Ja. Dankeschön, ich bin Finn Becker, ich komme auch aus Gießen, bin da aufgewachsen, studiere da jetzt und bin eigentlich auch seit, sage ich mal, die Verkehrswende in Gießen existiert als Bewegung da auch mit drinne. Und dann denke ich, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Präsentation zu starten. Sieht man schon? Ja, ja, genau. Vollbild noch, ja genau, super. Also es gab ja mehrere Fragen. Zum einen, wie die Verkehrswendeinitiativen in Gießen aufgestellt sind, wie da so die Strukturen sind. Und ich glaube, relativ, die Stärke vielleicht von den Gießener Verkehrswendeinitiativen ist, dass es halt nicht eine Partei oder eine Gruppierung ist oder ein Verein oder eine Initiative, die was vorantreiben will, sondern dass es eigentlich ein Zusammenspiel ist von verschiedensten Gruppen und was bewegen wollen. Und da ist nicht unbedingt immer 100% Konsens zwischen den Gruppen notwendig und man muss sich nicht mit allem identifizieren, was passiert, sondern es ist eher so ein Gesamtkonzept oder so ein größerer Gedanke, der von den verschiedenen Mitspielern da getragen und vorangetrieben wird. Was denke ich auch nicht ganz unwichtig ist, ist die nächste Folie. Und Oliver, wenn du da nichts zu ergänzen hast zu dem, was ich gerade gesagt habe, dann würde ich für die nächste Folie an dich übergeben. Ja, zu den Akteuren vielleicht, um das verständlich zu machen. Also wir sind vor allem Einzelpersonen, aber dann spielen halt auch andere Gruppen mit rein, die sich auch oft aus Einzelpersonen zusammensetzen, wie zum Beispiel Fridays for Future oder aber auch Menschen aus dem AStA, aber auch parteipolitische
Also Leute, die parteipolitisch unterwegs sind, die können auch sehr gerne bei uns mitmachen. Es geht halt nur darum, uns geht es darum, dass halt nichts gelabelt ist und es den, also auch die Labels nicht im Vordergrund stehen. So, das würde ich dazu noch ergänzen. Genau, und in Gießen gibt es seit mehreren Jahren jetzt die Entwicklung eines größeren Verkehrswendekonzepts. Und das wurde seit 2017, glaube ich schon, jetzt immer weiterentwickelt mit immer neuen Vorschlägen, wo verschiedenste Vorschläge von verschiedenen Leuten zusammengefasst werden. Also man sieht hier in diesem rosa hinterlegten zum Beispiel den, sag ich mal, weitgehendsten oder kreativsten Vorschlag einer Seilbahn, die vom Bahnhof über das Klinikum zum Unicampus verkehren würde, dann in Rot hinterlegt, die breiten roten Strecken. Das sind Vorschläge für die Führung einer Regiotram durch die Innenstadt, weil wir in Gießen ziemlich gut angebunden sind ans Zugnetz. Zumindest fahren die drumherum überall und es gibt eigentlich viele Strecken. Und in grün gepunktet sieht man auf dem Plan Vorschläge für Fahrradstraßen. Und da haben wir jetzt mal ein Beispiel rausgegriffen. Also da haben wir quasi eine Stelle, nämlich das Herz Gießens, rausgegriffen und das dann in diesen Bürgerantrag gepackt, um die generelle Entwicklung der Fahrradstraßen in Gießen nach vorne zu bringen. Also die beiden Hauptthemen gerade sind die Etablierung einer Regiotram und die Schaffung eines Fahrradstraßennetzes. Ja, ich denke, ich würde vielleicht auch noch kurz ergänzen. Also ich glaube, der Gesamtplan, der ist vergleichsweise konkret zu vielen Verkehrswende-Forderungen und auch ziemlich umfassend, also schon eher, ja, ich sag mal, ein starkes Papier. Das, was jetzt hier zu sehen ist, ist der Ausschnitt von einem Fallplan, ist eigentlich mittlerweile auch schon wieder veraltet. Also da gibt es ja auch immer wieder Detailänderungen, wo irgendwie eine Fahrradstraße besser liegen würde oder irgendwie die Regiotram-Trasse langgeführt würde im Optimalfall. Und das ist ein Prozess, der ja einfach mit der Zeit, mit neuen Ideen, mit neuen Leuten, die da irgendwie ihre Ideen reinwerfen, einfach wächst. Und gleichzeitig hat der Verkehrswende-Masterplan, nenne ich es mal, auch nicht den Anspruch, tatsächlich eins zu eins umgesetzt zu werden, sondern es ist eher eine Ideensammlung, aus dem man dann einzelne Punkte rausziehen kann. Und auf die gehen wir dann auch bei den, also haben wir zwei rausgegriffen, was jetzt ziemlich aktuell ist oder aktuell werden wird, die Fahrradstraßen und den Regiotram. Und denke, dann können wir auch zur nächsten Folie, nämlich... Ich würde vielleicht noch sagen, das Tolle an dem Plan ist halt, dass man auch einfach was hat, worauf man sich drauf beziehen kann, weil Verkehrswende funktioniert ja nur, wenn man alles miteinander verknüpft und mitbedenkt. Und man kann aber nicht in jeder Aktion oder in jeder Forderung immer auf alles eingehen. Aber im Hintergrund ist der Plan und wir können immer darauf verweisen, das ist echt ziemlich praktisch. Und was, glaube ich, eigentlich auch oder ganz gut zeigt, wie denn die Verkehrswende in Gießen so organisiert ist oder sich organisiert, sind auch die verschiedenen Aktionen, mit denen dann halt einzelne Punkte aus dem Plan regelmäßig rausgegriffen werden und konkret halt auf die politische Tagesordnung gebracht werden. Das jetzt eigentlich auch im Wahlkampf in Gießen eigentlich kein Thema so stark im Vordergrund stand wie die Verkehrswende oder auch gerade mit den Fahrradstraßen war ganz groß. Und vielleicht als kleine Historie gab es oben links zu sehen eine Vortragsreihe mit dem Aster vergangenes Frühjahr. Dann daneben eine von vielen Fahrraddemos und dann nach rechts weitergehend, ich denke, Olli, du hast da vielleicht ein paar interessantere Aspekte, die du dazu sagen kannst. Genau, also rechts oben sieht man einen Flyer, der irgendwie in einer ziemlich großen Auflage in Gießen verteilt wurde, worin die Stadt angekündigt hat, dass sie jetzt den Nulltarif in Bus und Bahn testen will.
Und es weiß natürlich niemand so genau, wo der Flyer herkam. Aber was sich herausgestellt hat, ist, dass er nicht von der Stadt war. Und das hat aber die Debatte in Gießen um das Thema Nulltarif für mehrere Wochen total angeheizt, oder also einfach belebt, sage ich mal, und hat es sogar bis in die bundesweiten Nachrichten geschafft. Es wurde einfach kräftig darüber diskutiert, ob das sinnvoll ist oder ob das machbar ist. Und das ist halt eine ja, ganz andere Form von ja, Aktion, sage ich mal, die aber auch im Großen und Ganzen natürlich das Thema präsent gemacht hat und auch nach vorne gebracht hat, würde ich mal sagen. Dann denke ich, sage ich gerade noch was zu dem Bild unten links. Da ist zu sehen, einer der Aktionstage oder der Straßenfeste, die es in Gießen dann auch regelmäßig gab und gibt, auch in Zukunft wahrscheinlich, zur Verkehrswende. Da sind dann verschiedenste Stände, Lumdatalbahn, Holloftalbahn war da, VCD, ADFC, also eigentlich alle Gruppen, die sich mit Verkehr beschäftigen und haben da Informationsstände, haben es gibt Musikprogramm, es gibt Spiele und spannende Sachen, die man machen kann. Und das ist eigentlich auch was, wo viele Player mit ins Boot geholt werden oder mitmachen. Und dann rechts auf der Seite, das war jetzt auch eine der Raddemos um den Anlagenring, die begleiten zum Bürgerantrag, wo der Olli gleich drauf eingeht, stattgefunden haben. Da waren 5 Stück jetzt in den letzten 2-3 Wochen. Und das hat natürlich die Debatte da auch einfach am Laufen gehalten. Und ich glaube auch dem Erfolg, dass der da jetzt positiv darüber abgestimmt wurde, wesentlich zu beigetragen. So. Gut, der besagte Antrag zu den Fahrradstraßen. Also Fahrradstraßen sind gefordert und wir haben in Gießen seit einigen Jahren die Möglichkeit, über eine Bürgerbeteiligungssatzung verschiedene Wege zu gehen. Da gibt es eine Fragestunde im Parlament, aber auch die Möglichkeit, einen Bürgerinnenantrag zu stellen. Dabei muss 1% der Bürgerschaft unterschreiben und dann wird der Antrag dem Stadtverordneten, der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Wir haben das im September erarbeitet und den Antrag gestellt und dann relativ schnell bis letzten Monat über 1100 Stimmen gesammelt. Und das hieß dann, dass der Antrag in der nächsten Sitzung entschieden werden muss. Das war für uns gerade eigentlich ganz praktisch, weil ja jetzt die Wahlen sind und so genau vor der Wahl das Thema nochmal in den Fokus kam. Der Antrag wurde dann besprochen in der Ausschusssitzung vor 2 Wochen und es hat sich aber schon in Gesprächen mit den Parteien, die wir auch vorher geführt haben, herauskristallisiert, dass der Originalantrag nicht durchkommen wird. Da haben wir halt einen ganz konkret Fahrradstraßen auf diesem Innenstadtring gefordert, den man hier allerdings auf dem Bild aussieht, der halt 4- bis 6-spurig ist und 2 Achsen durch die Innenstadt. Also an konkreten Stellen haben wir das gefordert. Hier sieht man das auch nochmal in grün hinterlegt. Und da liefen viele Demos zu und der Originalantrag wurde so erstmal nicht weiterverfolgt. Das hat sich schon nach der Ausschusssitzung herausgestellt. Und gestern wurde dann über die Gegenanträge abgestimmt. Das war einmal von der CDU ein Antrag, der das Ganze nur in einem Prüfbericht verankert sehen wollte und halt von SPD und Grünen ein Änderungsantrag, das als Verkehrsexperiment durchzuführen. Das Ganze wurde von der Linken unterstützt, wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass die Linke das wahrscheinlich auch unseren Originalantrag angenommen hätte. Und das Ganze wurde gestern mit einer Stimme Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung angenommen. Das heißt, es wird einen Verkehrsversuch geben, für ein Jahr lang diese Fahrradstraßen einzurichten. Ja, und jetzt läuft der Wahlkampf und wir müssen uns mit ganz vielen verrückten Posts von der CDU auseinandersetzen. Und es wird auf jeden Fall heiß bleiben rund um das Thema. Ja, dann als nächstes, als weiterer Baustein, der konkret in Gießen zu Verkehrswende verfolgt wird, ist auch die Regiotram. Da das Bild ist von der Seite, die auch die Tage online geht, die ist neu in Mache.
und denke ich, unterstützt auf jeden Fall die Kampagne, die da auch für gefahren werden muss, wenn die Regiotram in Gießen oder in Mittelhessen tatsächlich etabliert werden soll, wesentlich. Und ich denke, Regiotram ist in Kassel auf jeden Fall bekannt. Das ist sozusagen, was wir in Gießen fordern, ist eigentlich ja weitgehend das Konzept von Reinhard Beyer. Ich denke, der eine oder andere hier oder die eine oder andere kennt ihn auch. Und der Vorteil ist, also oder mal, es ist halt eine Straßenbahn, die im städtischen Gebiet halt auf auf Straßenbahngleisen fährt, und im Umland fährt die dann auf dem bestehenden Schienennetz. Und das hat halt den Vorteil, dass ja, Stadt und Land oder Stadt und ländliche Regionen besonders ja, gut verknüpft sind, und in Gießen dürfte das eigentlich auch relativ gut funktionieren. Gießen hat ein sternförmiges Schienennetz und das könnte durch weitere Schienenaktivierungen noch verdichtet werden, wie es bei der Lundertalbahn ansteht. Und die Regiotram würde dann halt ermöglichen, dass man auch von weiter weg umstiegsfrei möglichst in die Innenstadt kommt, was eigentlich für den ÖPNV ja sehr viel an Gewinn bringen würde oder an Attraktivität bringen würde. Und dazu ist es emissionsärmer als Busse und auch leistungsstärker, also in den Personen, die da transportiert werden können. Und dazu läuft auch ein Bürgerantrag, und der hat aber nicht die Forderung an sich, dass eine Regiotram gebaut werden soll, also das ist nicht Inhalt des Bürgerantrags, sondern dass, bevor Straßen saniert werden, dann eine Kostendarstellung gemacht wird, wie wie die Kosten wären, die Straßen zu sanieren mit Gleisen und ohne Gleisen oder mit Straßenbahninfrastruktur und ohne. Ich denke aber, die Zeit ist jetzt relativ um, wenn ich das richtig sehe, und würde dann wieder übergeben. Ja, vielen Dank. Ich fand auch schön, nochmal die ganzen Aktionen zu sehen. Ich finde, das ist ja was man bei der Verkehrswende, dadurch, dass es um Stadtgestaltung, um Flächenumverteilung gibt, kann man da ja einfach wahnsinnig viel machen. Diese Nulltarifaktion, die haben wir uns ja auch aus Gießen in Kassel mal abgeguckt. Mir eine Ermahnung im Aufsichtsrat eingebracht, aber das gehört wahrscheinlich dazu. Genau, und ihr habt das Stichwort Regiotram genannt, das würde ich mal direkt aufgreifen. Wenn man jetzt so diese ganzen Beispiele aus den Städten hört, dann gehen wir doch jetzt mal nach Marburg in den Landkreis und gehen mal an die Anna Hofmann. Wenn du jetzt eben diese Sichtweise aus den Städten hörst und das Modell, was sind die Besonderheiten, die man in einem Landkreis hat? Und was bedeutet das auch für ein Verkehrsmodell für den ländlichen Raum? Ich muss erstmal das Audio anstellen. Ja, also der Landkreis hat natürlich das Problem, was die Städte nicht haben, dass es kein Zentrum gibt. Also in Kassel hat man ja eine Regiotram, und das ist eigentlich unser großes Vorbild. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist jetzt ein polyzentrischer Flächenlandkreis, so wird es immer genannt. Also das heißt, wir haben zwar Marburg als eine Universitätsstadt, aber die ist halt ein Mittelzentrum von vielen. Ich versuche jetzt auch mal das Bild zu scheren. Und zwar also hier sieht man jetzt den Landkreis Marburg-Biedenkopf, das heißt, der ist wirklich großflächig. Als Städte haben wir jetzt Marburg, dann Kirchhain und dann vielleicht noch Marburg, also Stadt Allendorf, die sozusagen angefahren werden. Und Schülerverkehr ist eigentlich das Einzige, was es bei uns im Landkreis gibt. Wir haben dann auch noch das Problem, dass wir an NRW angrenzen oben. Das heißt, das gesamte Hinterland, da gehen die Schüler sogar eigentlich rüber in das Hinterland rein. Und das Problem ist, dass diese ganzen Verkehre gar nicht aufeinander abgestimmt sind. Also das heißt, wir haben den RMV,
Das ist der große Verkehrsverband. Dann hat der Landkreis einen eigenen Verkehrsverband, der nennt sich RNV. Und die Stadt Marburg hat nochmal die Stadtwerke. Das heißt, hier diese Stadt Marburg hat ihre eigenen Verkehr, also hat ihr ganz eigenes Verkehrsnetz mit den Stadtwerken. Alle anderen drumherum sind basismäßig gar nicht darauf abgestimmt. Also das heißt, dass man eigentlich schon das Problem hat, wenn man nach Marburg reinfährt, dass man dann sich in einem anderen Kreis bewegt. Genauso ist das, wenn man jetzt an dem Rand des Landkreises quasi geht und dann versucht, nach NRW rüberzufahren. Das ist also ein Ding der Unmöglichkeit. Da müssen Eltern ihre Schüler dann hinbringen. Und es ist zum Beispiel auch so, dass das Schülerticket von Hessen dann nicht mehr gilt, was eben sehr, sehr große Probleme macht bei uns. Und eigentlich, wenn man sich jetzt die Struktur dieses Landkreises ansieht, gibt es nur ein einziges Lösungsmodell, was man hat. Und das ist tatsächlich diese Idee einer Regiotram, die nicht nur also Marburg umfasst, sondern eigentlich auch das Oberzentrum Gießen. Also ansonsten würde man dieses Problem eigentlich gar nicht lösen können. Aber wir haben im Landkreis auch tatsächlich schon Vorstufen, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Also weil ich glaube, wir sind der Landkreis mit der meisten Aktivität, was Reaktivierung von Bahnstrecken angeht. Hier sieht man einen alten Bahnhof Kladenbach und tatsächlich die A-Salz-Wöde-Bahn, die geht von Herborn nach Niederwalgern, also ursprünglich, und war 43 Kilometer lang, die ist 1995 zum letzten Mal in Betrieb gewesen. Ich habe, als ich in den Kreistag gekommen bin, das war in 2001, da habe ich die Entwidmung der Schienen, also als Einzige dagegen gestimmt, alle anderen mit breiter Mehrheit dafür. Das heißt, diese Strecke hat man aber schon vorher verkommen lassen, weil im Prinzip gab es die Idee, dass man sozusagen eine große Hinterlandbahn macht und dass alle dort angeschlossen werden, und das ist verworfen worden, und diese Strecke hat man dann immer weiter runtergefahren, bis man dann eigentlich auch gar nicht mehr fahren konnte. Und so würde das aussehen. Also das hier ist der Streckenverlauf, den man wieder reaktivieren will. Und es gibt dazu mittlerweile eine Vorstudie. Und diese Vorstudie hat ergeben, dass man mit einem Fahrgastpotenzial von 2200 Fahrgästen rechnen kann. Das heißt, es ist positiv beschieden worden. Und jetzt ist eine Machbarkeitsstudie schon in Arbeit. Das heißt also, hier mit einer 75% Finanzierung ist diese Strecke vermutlich sogar, dass sie wieder belebt wird. Das heißt, wenn wir in Marburg-Biedenkopf hinter dieses Modell dieser Regiotram zurückgehen, dann sind wir auf einmal auf CDU-Niveau, weil das hier ist von der CDU sozusagen herangetrieben worden. Die weitere Strecke, wo jetzt sich eine Vorstudie zur Reaktivierung bei uns befindet, ist die Reaktivierung der Ohmtalbahn. Die Ergebnisse sollen also bis Frühjahr 2021 vorliegen. Das ist jetzt, also das heißt, es dauert jetzt noch ein bisschen. Das Problem bei der Ohmtalbahn ist, dass sie vermutlich kein so großes Fahrgastpotenzial hat wie die anderen. Also da haben jetzt einige auch die Befürchtung, dass diese Vorstudie dazu führen wird, dass eben gerade das verworfen wird. Wir hoffen, aber das muss man halt abwarten. Und wenn man jetzt Marburg mitdenkt und anbinden will, dann müssen wir auch die zwei großen Standorte, also hier einmal sieht man das UKGM, das Universitätsklinikum, und hier oben, das sind die Behringwerke, da wird jetzt auch der neue Impfstoff von BioNTech sozusagen hergestellt. Und das sind diese beiden Hauptachsen in Marburg, die eingefahren werden. Und das Problem ist, dass die Stadt Marburg also vor Autoverkehr nur trotzt. Und hier gerade, also ich wohne tatsächlich auch genau hinter diesen wundervollen Behringwerken. Das heißt, das ist eine absolute Einfahrtsschneise für Autoverkehr, und es gibt hier überhaupt keine vernünftige Anbindung in irgendeiner Form mit Bussen. Die Stadt Marburg, obwohl sie solche Sachen beschließt, wie dass sie jetzt einen Nulltarif im ÖPNV machen am Wochenende, was ich super fand, auch auf Initiative der Linken, schafft es aber gleichzeitig nicht, ein sinnvolles Programm für ihre eigene, also für ihre eigene Stadt in irgendeiner Form, weil sie haben also nicht mal Schnellbuslinien. Also das heißt, im Landkreis passiert mehr, was jetzt den Verkehr angeht und was Anpassung von Verkehr angeht, als in der Stadt Marburg, wo tatsächlich alles wird um den Bahnhof und um den Südbahnhof rumgefahren. Das heißt, dass man braucht
wo, also ich brauche 20 Minuten zu Fuß bis in die Stadt. Ich brauche aber mit dem Bus 30 Minuten. Also das ist wirklich nicht attraktiv. Und zwar einfach, weil der Hauptbahnhof immer mitgenommen wird. Also das heißt, da könnte man auch schon viel an der Streckenführung einfach ändern. Und natürlich, wenn die Busse, die aus dem Landkreis kämen, einfach mal auf die Busse, die in Marburg sind, bezogen wurden, dann würde uns auch schon viel geholfen. Der Landkreis, der hat einiges gemacht. Der hat zum Beispiel Schnellbuslinien eingeführt. Das heißt, wir haben jetzt zumindest einen stündlichen Taktverkehr. Was nicht funktioniert, sind kleinere Ortschaften. Und wie gesagt, also das könnte man eigentlich auch nur über ein Schienennetz lösen. Und hier sieht man jetzt die Regiotram, wie sich das jetzt zwischen Gießen und Marburg aussehen würde, wenn man das verwirklichen würde. Also das heißt, das würde wirklich von einem Klinikum zum anderen gehen. Und tatsächlich hätte man dann auch die Standorte, also das heißt die Marburger Uniklinik und die, also da, wo sozusagen die ganzen Studenten sind, mit ein, also eingeschlossen. Das heißt, das wäre eigentlich eine der besten Lösungen, die ich bislang gesehen habe. Das ist halt dieses Modell, was ihr eben schon erwähnt habt von den Gießenern. Ja, soweit erstmal. Und also das sind ja schon sehr ausgefeilte Pläne. Wie sieht es denn da jetzt mit der Unterstützung oder auch den Widerständen gegen die Regiotram Gießen-Marburg aus? Und eben, ist so ein Projekt technisch umsetzbar? Tatsächlich ist das das. Ich glaube, ich musste mal irgendwie hier umschalten. Wie verlasse ich eigentlich jetzt wieder diesen Screen? So. Ah, super, danke. Ja, tatsächlich ist das relativ, also gut umsetzbar, weil wir tatsächlich da eine große Unterstützung momentan haben, und zwar von dem ersten Kreis Beigeordneten Marian Zacho. Der ist ein CDUler und er hat irgendwie den Traum der Reaktivierung von Schienennetzen hier in der Gegend. Und das zeigt auch, dass eine einzige Person relativ viel bewegen kann. Also wenn ich mir das angucke mit diesen Vorstudien, die er auf den Weg gebracht hat, auch teilweise mit Unterstützung der Linken, also dass das auf den Weg kam. Wir haben in Kirchhain ist koordiniert die Linke mit der SPD und dort wurde das dann ins Parlament eingebracht. Wir haben es ins Parlament eingebracht, es wurde im Landtag eingebracht. Und dann wurde es aber trotzdem, also dadurch, dass es halt natürlich die Grünen müssen dann immer mitziehen, und dann wurde das halt durchgesetzt, auch im Kreistag, dass sozusagen diese Vorstudien da erstmal erstellt werden. Das Gesamtprojekt Regiotram ist natürlich eine große Schwierigkeit, weil erstens mal ist die Frage halt mit den Steigungen. Also wir haben ja in Marburg ist irgendwie alles irgendwie auf dem Berg. Das heißt, man versucht sich darauf zurückzuziehen, eine Straßenbahn durch Marburg, das ginge gar nicht, weil man könnte dann die Lahnberge und die Bärenberge gar nicht anbinden. Die sind, das würde sich nämlich nicht rentieren. Da gab es ein Hearing zu in 2000, glaube ich, 2004. Und auf das berufen sich jetzt immer alle und sagen, das würde deswegen halt nicht funktionieren. Aber es gibt mittlerweile viel ausgefeiltere Konzepte, also von der Seilbahn bis aber auch zu Regiotram-Konzepten in Würzburg und so weiter, wo das eigentlich auch mit Steigung funktioniert. Die andere Frage ist dann halt, würde das als wirtschaftlich angesehen oder nicht? Was ein Problem ist, was wir bei der Umtalbahn haben, ist vor allen Dingen der Vogelsbergkreis. Im Vogelsbergkreis sind es vor allen Dingen die Grünen, die da massiv gegen die Regiotram sind. Die möchten unbedingt verhindern, dass da ein angeblich großer Güterbahnhof entsteht und möchten einen Radweg haben. Also das finde ich auch echt absurd, weil im Prinzip der Radweg ist meiner Meinung nach nicht so wichtig, wie jetzt sozusagen dort ein vernünftiges Schienennetz fahren. Und ich glaube, wir müssen als Linke da halt in Vogelsberg auch ein bisschen von der Seite arbeiten, damit es da irgendwie eine vernünftige Umsetzung gibt. Und auch die SPD ist absolut dagegen, weil die hat ein Wirtschaftsinteresse, das gehört dort in Privatmenschen. Und die Umtalbahn ist halt im Gegensatz, also bei der Salzbödebahn, da haben wir noch den Vorteil, dass viele Gleise sozusagen von nicht, also entwickelt worden sind und dass die Strecke weitgehend erhalten ist. Bei der Umtalbahn ist vieles überbaut und ist auch vieles entwickelt worden. Das heißt, da muss man erstmal wieder die Verhältnisse so schaffen. Und wie gesagt, da vor Ort ist das Bürgereigentum und das müsste zurückgekauft werden. Also das heißt, es ist schon ein arger Weg dahin. Und
dass man braucht natürlich auch einige Zwischenschritte sozusagen, dass man das verwirklichen kann. Da würde ich vielleicht einfach direkt nochmal nachfragen, nachdem wir ja eh immer oft mehr über die Stadt als über das Land sprechen. Vielleicht da noch eine Nachfrage, eben wie realistisch ist die Realisierung von diesem Großprojekt und welche Zwischenschritte siehst du denn und Vernetzung von Mobilität für den Landkreis? Also wie gesagt, es ist ein langfristiges Projekt. Also wenn wir jetzt denken, wie lange sozusagen das von der ersten Studie gedauert hat, also diese Vorstudien, das hat ja jetzt schon beide über 2-3 Jahre gedauert. Wenn man sich dann überlegt, das muss natürlich eine Machbarkeitsstudie, dann denke ich mal, dass man mit 25 Jahren rechnen kann. Aber ich glaube, es ist tatsächlich realistisch. Wir haben zum Beispiel schon eine Strecke reaktiviert, also im Landkreis. Und das ist diese Strecke nach ursprünglich Brandenberg, die geht jetzt bis nach Korbach. Und die ist in 2015 sozusagen bis nach Korbach ausgeweitet worden. Auch mit einem massiven Erfolg, dass die Fahrgastzahlen da massiv zugenommen haben. Und die Strecke sollte doch in 2013 eingestellt werden. Also das heißt, da hat sich innerhalb von wenigen Jahren ein absoluter Wandel auch in der Art, wie man das bewertet, ergeben. Und von daher sehe ich das im Moment, also aus der Perspektive natürlich nur vor Ort, als relativ positiv, dass man tatsächlich auch eine Verkehrswende mit politischen Kräften im Hintergrund hinbekommt. Vielleicht nicht das ganz große Regiotram-Modell, aber wenn wir das fordern, vielleicht zumindest die Citybahn. Die sozusagen Citybahn-Modell, was angeschlossen werden kann. Und die ganzen, also wie gesagt, natürlich braucht es viele Zwischenschritte insgesamt. Also das heißt, wir können natürlich im Land nicht grundsätzlich erstmal 100% jetzt auf das Auto verzichten und jedes kleines Dorf anfahren. Aber zum Beispiel Elektroscooter oder Carsharing-Projekte, die da angesiedelt sind, könnte man damit vernetzen. Wir haben Bürgerbusse, also mittlerweile haben wir 9 Bürgerbusse. Das finde ich auch eine sehr gute Sache. Und Seniorenbusse im Landkreis. Was ich aber unmöglich finde, ist, die sind nicht bezahlt. Also das heißt, das ist schon wieder Ehrenamt. Und da werden sozusagen vom Landkreis nur die Busse besorgt. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Modell, wofür man stark kämpfen muss, dass solche flexiblen Angebote für ältere Leute auf dem Landkreis, also die im ländlichen Raum wohnen, dass die sozusagen auch flexibel fahren können, aber auch eben zu Fahrzeiten, und dass das in den Plan eingebaut wird. Und eben, dass also die Hauptwiderstand, den sehe ich halt darin, dass wir diese ganzen Strukturen nebeneinander haben. Also ich glaube, wenn Marburg und der Landkreis in eine Struktur fusionieren würden, dass das sozusagen der Durchbruch auch wäre, dann ein vernünftiges Verkehrskonzept zu machen. Da muss man halt sehen, ob da irgendwann die Zeit reif ist, dass man das macht. Und ich finde auch, was man bei Verkehr nie vergessen darf, ist gerechte Entlohnung. Ne? Weil also gerade auch da, das ist nämlich die Sache, warum will man das nicht machen? Weil man im Landkreis tatsächlich die Busfahrer nicht nach Tarif bezahlt. Das ist der einzige Grund. Und ich glaube, man muss also gute Arbeit auch vernünftig entlohnen, gerade in dem Bereich, wenn man Verkehr denkt. Wir möchten sozial-ökologische Wende. Sozial-ökologische Wende heißt, dass wir sozusagen auch diese Aspekte der Tarifgerechtigkeit mitdenken müssen. Das hatten wir auch im Kreistag eingebracht. Dass sozusagen die vernünftig bezahlt werden. Und wenn wir überlegen, dass 20% des CO2-Ausstoßes tatsächlich vom Verkehr kommt und wir als Landkreis haben festgelegt, bis 2040 wollen wir klimaneutral sein, wie soll denn das bitte sehr funktionieren, ohne dass wir wirklich den Autoverkehr abschaffen? Ja, somit wäre ich aber auch am Ende. Ich will jetzt auch nicht zu brüsk. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Eindrücke. Ich finde, da ist ganz schön eine Menge zusammengekommen. Wir sind noch nicht ganz durch Hessen. Eigentlich fehlt ja noch der ganze Frankfurter Bereich auch, wo ja auch nicht wenig passiert ist in den letzten Jahren. Und ich finde, die ganzen Inputs jetzt haben ja auch nochmal deutlich gemacht, wie komplex Verkehrspolitik auch ist. Gerade dadurch,
weil es ja um Verbindungen zwischen verschiedenen Bereichen geht und man ja ständig Verknüpfungen hat, die ja wieder auf anderes Auswirkungen haben. Und auch, also eben, es geht um Ausbau, es geht um Umverteilung, es geht um Fahrpreise, es geht um die soziale Frage, es geht um die ganze Frage des Klimas. Und ich finde auch in den verschiedenen Inputs ist ganz gut rausgekommen, so die verschiedenen Ebenen, also einerseits irgendwie ganz ausgefeilte Konzepte, was ja bei Verkehrsplanung echt nicht einfach ist, und wo es auch darum geht, auch mal groß zu denken, also wie in Gießen einfach zu sagen, eine ganze Spur für den Fahrradverkehr freigeben, nicht nur in kleinen Schritten zu denken. Und gleichzeitig aber eben die Frage, wie setzt man es durch, welche Instrumente hat man da, Bürgerinnenantrag, Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene, auf hessenweiter Ebene. Und was ja jetzt auch nochmal, finde ich, ganz spannend war, eben auch so die Rolle von Schlüsselpersonen. Oder Oliver hatte im Chat auch den Austausch von manchen Fraktionskollegen vorgeschlagen aus anderen Parteien, weil es da ja auch durchaus manchmal Überraschungen gibt. Das würde ich auch aus Kassel bestätigen. Gegen den Abbau des Nahverkehrs haben wir mit der CDU gegen die Grünen gekämpft, aber ist auch nicht das erste Mal. aber von daher ja einfach ganz viele Ebenen. Und wir kämen damit jetzt auch in die Diskussion und beenden hier jetzt auch die Aufnahme auf jeden Fall, damit wir hier uns auch gut vernetzen können. Ich weiß nicht, ob im Pad schon was steht. Da wird es